Man kann schlechter starten in eine Saison als mit einem 2:1 gegen den amtierenden Meister. Shen Mensah schoss das 2:0 für Viktoria Berlin gegen Energie Cottbus. Ob die Meister-Besieger-Shirts gedruckt wurden im Anschluss, ist nicht überliefert. Zum zweiten Saisonspiel ging es für das Team von Semi Keskin nach Leipzig zur BSG Chemie. Der Auftakt dürfte dem Trainer aber eher weniger gefallen. Chemie in der Anfangsphase. Dauergast im Berliner Strafraum. Flanke Timo Mauer und Lukas Surek völlig blank. Der Abschluss missglückt, dem vierfachen Torschützen der vergangenen Saison. Es war in jedem Fall ein stimmungsvoller Auftakt in dieses Spiel. Nicht zuletzt dank der Chemiefans. Knapp 4000 waren da. Über 2300 Dauerkarten wurden verkauft. Neuer Rekord. Und Leipzig spielte munter auf nach der 0:3-Niederlage zum Auftakt gegen Hertha 2. Trainer Jagatic sagt, wir werden belohnt, wenn wir weiter hart arbeiten. Und das zeigten sie. Brückmann auf Jäpel. Der braucht einen Tick zu lange und Larry Nana Oellers, Neuzugang von Oberligist TuS Maccabi, klärt für Berlin. Knappe Viertelstunde gespielt, Freistoß, Mast tippt an und Brückmann mit dem Abschluss. Maximilian Kinzig im Tor mit Problemen, den Ball festzuhalten. Brückmann immer mal gut für so einen Überraschungsmoment aus der Distanz. Am Ende nochmal gut gegangen für Viktoria. Die Gäste in Hälfte 1 viel zu passiv, offensiv kaum sichtbar bis hierhin. Dieser Kopfball von Julian Damelang, schon das höchste der Gefühle. Stattdessen drängte Chemie auf die Führung. Halbchancen gab es quasi im Minutentakt und sie gingen vorne drauf, laufen gut an. Und dann erzwingt Dennis Mast den Fehler im Aufbauspiel. Kirstein schaltet schnell und Timo Mauer mit der Führung. 1:0 Chemie, hochverdient. Timo Mauer macht das stark, vorher schon klasse diesen Ball erarbeitet. Mast und Kirstein machen das gut. Und dann ist es von Mauer ein Aufsetzer. Nicht leicht zu halten für Kinzig, der springt drüber über seine Hand. Es ist Chemies erster Saisontreffer und logischerweise auch für Mauer das erste Tor in dieser Spielzeit. Und es schien ein Weckruf zu sein für die Berliner. Eckball erstmal rausgebracht, Inala setzt nach. Der Ball bei Mensah, wie erwähnt, der 2:0-Torschütze letzte Woche. Und das ist der Torschütze zum 1:0 mit der Herrn Yildirim. Mit schönem Abschluss. War nicht nur wegen seines Tores letzte Woche einer der auffälligsten, kam aus dem eigenen Nachwuchs. Aber im Tor von Chemie, da steht Benjamin Bellot und der ist hellwach. Sofort da, wenn es gefährlich wird. Pausenstand 1:0. Timo Mauer mit dem einzigen Tor bislang im Alfred-Kunze-Sportpark. Es war ein anderes Gesicht, das Viktoria zeigte nach dem Seitenwechsel. Ecke Lukas Falcao und Toglu in der Mitte. Das Tor war leer, weil Bellot vorher vorbeispringt am Ball. Nikhil Toglu hat die Chance zum Ausgleich, wird aber von Philipp Wendt noch entscheidend gestört. Auch Leipzig mit weiteren Möglichkeiten. In der zweiten Hälfte waren sie nicht mehr ganz so spielbestimmend, aber Brückmann sieht Surek, der steht wieder so blank da hinten im Strafraum. Trifft den Ball aber mal überhaupt nicht, Chance vertan. Die nächste kommt sogleich. 71. Minute, Freistoß. Wieder Brückmann. Und Harand ist mit vorn, Philipp Harand. Da hat gar nicht mal so viel gefehlt. Letzte Saison 2 seiner 3 Tore mit dem Kopf erzielt. Da ist er gefährlich. Schlussviertelstunde, Schlussoffensive von Viktoria. Freistoß, Falcao. Knapp drüber. Lukas Falcao. Auch durch ihn nochmal einige Annäherungen in den letzten Minuten dieser Partie. Die nächste 83. Minute, Ecke, Günay, wieder Falcao, aber Jäpel rettet vor der Linie. Der Offensivmann bei der Ecke am Pfosten eingeteilt, wirft sich rein. Dennis Jäpel geht auf Nummer sicher. Es bleibt beim 1:0 für Chemie. Und die letzte Aktion der Partie, die gehört den Grün-Weißen, heute ganz in Grün. Die gehört Chemie, Befreiungsschlag Buri. Und Mauer schnappt sich den und dann ab dafür gegen Günay. Immer noch Mauer gegen Dikarev. Immer noch Mauer auf dem Weg zum zweiten. Nee, da reicht die Puste dann nicht mehr. Trotzdem Timo Mauer mit dem Tor des Tages.
Ja, ein Sieg ist immer schön. Jetzt im zweiten Spiel gleich 3 Punkte noch geholt. Nach letzter Woche, wo es ein bisschen unglücklich manchmal war, ist es einfach so schön gewesen. Jetzt hier noch mit der Stimmung, da gewinnt man gerne. Na, wir haben es erste Halbzeit super gemacht. Wir haben uns nicht belohnt mit dem zweiten Tor, das war das Ärgerliche. Wir haben unser Spiel durchgedrückt. Viktoria hatte eine Torchance und ja, wir haben es gut gemacht, aber leider, wie gesagt, nur ein Tor und da hätten wir viel mehr draus machen können. Ich glaube, die erste Halbzeit war spielentscheidend heute. Wir haben die Chancen in der zweiten Hälfte. Wenn man sich das Gesamtspiel anguckt, ist die erste Halbzeit aus unserer Sicht nicht gut gewesen, mal milder ausgedrückt. Ich würde ungern sagen, jugendlicher Eifer, aber dass wir schon etwas beeindruckt von der Kulisse anscheinend waren. Und ich glaube auch, dass der Fokus so ein bisschen gefehlt hat. Da gibt's was aufzuarbeiten bei Viktoria Berlin, besonders Halbzeit 1. Und Chemie feiert sich den ersten Heimsieg und den goldenen Torschützen Timo Mauer und darf sich jetzt ganz offiziell, natürlich mit einem kleinen Augenzwinkern, Meisterbesieger, Besieger nennen.